Servus Leute. Ja, leider melde ich mich wieder mit einem Hilferuf an euch. Und zwar brauche ich wieder eure Hilfe. Ich bin gerade dabei, oder ich versuche gerade eine Hilfsaktion zu starten. Wohnwagen für Kroatien. Deshalb auch bitte an alle, die jetzt irgendwie ein Video mit LKWs oder wie auch immer erwarten, bitte umschalten. Ich habe auch extra das Thumbnail ein bisschen anders gestaltet, weil ich denke, es wird noch solche Videos jetzt in nächster Zeit oder es werden solche Videos noch in nächster Zeit kommen. Also es geht um Folgendes, wer es nicht mitbekommen hat, in Kroatien bebt die Erde seit 3-4 Tagen wirklich sehr stark, und zwar ist gerade das Gebiet Petrinja Sisak oben, das ist ca. 40-50 Kilometer südöstlich von Zagreb. Und dort sind die Leute wirklich schwerst betroffen. Es gibt zwar auch Schäden in Zagreb, in Karlovac, die ganze Umgebung, weil wie gesagt, es bebt da immer noch. Also vorgestern war dieses stärkste Beben 6, weiß jetzt nicht wie viel. Gestern war noch mal 1, 4, noch was. Heute Morgen war 1, 3,9. Also dort ist praktisch, kann man sagen, 70% der Stadt ist in Schutt und Asche zerlegt, sehr, also wirklich zigtausende Menschen sind ohne Dach über dem Kopf geblieben, ohne Heim. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit, ich meine, es ist immer schlimm, aber auch wahrscheinlich jetzt noch mal einen Ticken schlimmer. Es sind auch leider 7 Menschen, also das ist der Stand heute, 7 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. Und ja, ich habe versucht zu schauen, wie wir da helfen können. Wir haben schon lebensmitteltechnisch und so haben wir schon wirklich maximal viel gemacht. Es ging nur gestern aus Sada, ich weiß nicht, zig LKWs vollgepackt mit Lebensmitteln, mit Kleidung, mit Decken, mit allem drum und dran. Ich bin auch in Kontakt mit einem Geschäftspartner, der wirklich sehr gut befreundet ist mit dem Bürgermeister dort, und die haben eigentlich momentan, ja, man könnte sagen, Lebensmittel und alles genug. Wir fahren auch morgen mit einer Crew, sagen wir mal, hoch. Und da wird dann so ein Essenszelt aufgebaut, also für warme Mahlzeiten, dass wenigstens die Menschen, die immer noch bei ihren Häusern geblieben sind, das muss ich auch dazu sagen, die meisten Menschen sind natürlich irgendwo in anderen Teilen Kroatiens, ja, haben Unterkunft gefunden. Also auch hier gerade bei uns sind halt am Meer sehr viele Apartments jetzt im Winter frei. Und da sind wirklich viele Leute, die jetzt da leben, vorübergehend. Und die Sache ist halt folgende. Es gibt sehr viele Menschen, die können ja, wegen welchen auch immer Gründen oder wollen nicht ihre Stadt verlassen. Es gibt auch Menschen, die haben Vieh, die haben Tiere und können somit auch nicht die Stadt verlassen. Und diese Menschen leben momentan teilweise in Autos, in Zelten und ja, frieren wirklich jede Nacht oder auch jeden Tag. Und aus diesem Grund, wie gesagt, wollte ich jetzt diese Aktion starten. Ich muss auch gleich vorwegnehmen, es haben mich so viele Leute angeschrieben. Luca, ist bei euch alles okay? Luca, wie kann ich helfen? Luca, wo kann ich Geld einzahlen? Ich habe erstmal beim Thema Geld und bei allem anderen will ich erstmal jetzt eine Handbremse ziehen, weil ich denke, also es wird auch wirklich sehr viel gespendet. Nur ich glaube, im Moment jetzt ist es wichtiger, dass diese Menschen ein Dach über den Kopf bekommen. Und weil jetzt kannst du mit 10.000 oder 10 Millionen oder wie viel auch immer Euro dich auch nicht ja, zudecken. Deswegen aus diesem Grund habe ich versucht zu schauen, was kann ich da ins Leben rufen. Und dann ist gestern in Kroatien eine Aktion gestartet worden, wo ich glaube, die haben über 50 Wohnwagen aus ganz Kroatien zusammenbekommen.
und dahin transportiert, damit die Leute eine Unterkunft haben. Aus Österreich ist auch eine Aktion gestartet worden, wo 80 Wohncontainer geschickt worden. Ich glaube, über 600 Menschen werden da also praktisch ihr vorübergehendes Heim finden. Und da habe ich mir gedacht, okay, versuchen wir mal auch eine Aktion zu starten, und zwar, dass wir in Österreich, also ich bitte alle in Österreich und Deutschland, am besten Süddeutschland, ich erkläre auch warum, wer einen alten Wohnwagen hat oder wer jemanden kennt, der einen hat, oder wer irgendeinen Campingplatzbesitzer kennt oder wie auch immer, Stellplatzbesitzer oder was auch immer, dass er ihn fragt oder vielleicht in verschiedenen Foren ist, dass er das Video teilt. Und vielleicht gibt es Leute, die wirklich einen alten Wohnwagen abzugeben haben. Und den würden wir dann abholen. Wichtig ist einfach, dass dieser alte Wohnwagen auch nicht totaler Schrott ist. Das heißt, er soll schon wasserdicht sein, er soll eine funktionierende Heizung haben, er soll drin schon eine normale Möglichkeit haben zu schlafen, eventuell vielleicht auch sich zu waschen oder eine Toilette zu benutzen. Das wäre natürlich optimal. Ist aber kein Muss, wäre aber optimal, aber ein Muss ist schon, dass der Wohnwagen, also nicht jetzt, dass jemand sagt, hier, ich habe ein Stück Müll vorm Haus, ich weiß jetzt sowieso nicht, wie ich das loswerden will und ich will es jetzt nach Kroatien wegschmeißen, so gesehen. Also es soll schon ein Wohnwagen sein, der noch, wo man noch wohnen kann drin. Es muss nicht unbedingt auf eigener Achse bewegt werden können. Ich habe bis jetzt leider nur einen Wohnwagen, also einen, der, das hat nicht geklappt, weil der hat keine funktionierende Heizung und so. Momentan habe ich nur einen, der steht aber in Cuxhaven. Und das ist natürlich, ja, von Cuxhaven nach Kroatien so einen Wohnwagen zu bringen, ist nicht die einfachste Angelegenheit. Da muss ich auch wieder auf euch zukommen und sagen, wenn jemand von euch eine eigene Spedition hat und solche Transporte durchführt, also einen offenen LKW hat, oder wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr für so eine Firma arbeitet, ich würde wirklich euch bitten, dass sich alle, also auch die, die einen Wohnwagen haben und die, die eventuell die Transportmöglichkeiten haben, dass die sich bei mir in eine Inbox melden, also entweder auf meiner Facebook-Seite Live for Trucking oder meiner privaten Facebook Luca Lerga oder Instagram Live for Trucking, einfach reinschreiben, was ihr habt, oder eventuell mal über meine E-Mail-Adresse. Ich werde auch jetzt hier die E-Mail einblenden, aber da ich heute wirklich viel unterwegs bin, schaue ich nicht dauernd auf die E-Mails. Deswegen ist es mir lieber, wenn es im Postfach landen würde. Es wäre wirklich wahnsinnig, wenn ihr da helfen könnt. Ich muss auch sagen, ich habe ja gestern Abend einen Post gemacht. Es haben sich wirklich schon zig Leute gemeldet, die auch auf eigene Achse die Wohnwagen gerne rüberziehen wollen. Es haben sich Fahrer gemeldet, die sagen, du, ich habe jetzt frei, wenn du irgendwie einen LKW hast, den ich fahren kann, ich mache das gerne. Ich habe auch schon zwei, drei Leute, die also offene LKWs haben, aber die sind im Süden von Deutschland, was wiederum keinen Sinn macht. Ich werde auch heute versuchen, größere Firmen anzusprechen, weil für die ist es immerhin ein bisschen leichter, vielleicht sowas zu organisieren. Und deswegen appelliere ich an euch, bitte versucht dieses Video zu Personen oder an Personen zu teilen, die eventuell so einen Wohnwagen haben. Optimal wäre natürlich Süddeutschland oder eventuell sogar Österreich, weil da ist einfach der Transportweg viel kürzer und damit auch viel einfacher zu organisieren. Ob aus dieser ganzen Aktion was wird, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich habe, wie gesagt, momentan nur einen Wohnwagen, und dieser netten Dame will ich auch danken. Die hat sich gestern sofort gemeldet, hat gesagt, ja, wir haben einen Wohnwagen, der steht aber schon lange, ist also nicht auf eigener Achse bewegbar, aber die haben, also praktisch, das ist ihre Ferien,
Haus so gesehen. Die haben also bis vor kurzem dort ja ihre Ferien verbracht. Das hat eine funktionierende Heizung. Und da, wie gesagt, das muss ich nochmal sagen, ist sehr wichtig. Was jetzt Geldspenden angeht, ich bin jetzt auch dabei zu schauen. Ich werde auch einen Geldbetrag auf jeden Fall spenden. Ich bin aber jetzt erstmal am Schauen, wo wäre es am besten zu spenden. Ist es besser, vielleicht 2, 3, 4, 5 Familien zu nehmen und dann eine Aktion starten, in der man diesen Familien deren Häuser wieder instand setzt oder auf irgendwelche Konten. Momentan weiß ich es noch nicht genau und deswegen, also alle, die mich gefragt haben, wo sie Geld spenden können, ich werde da noch darauf zukommen. Ich habe jetzt auch einen Freund, der hat Elektrofachgeschäft, der hat gesagt, dass er für 2, 3 Häuser praktisch alles, was Elektro angeht, die ganzen Kabelinstallationen, also das wird er schenken und ich bin mir sicher, dass wir da was auf die Beine stellen werden können. Aber wie gesagt, jetzt ist momentan wichtig, dass diese Menschen ein für vorübergehendes Dach über dem Kopf haben. Und da brauche ich einfach eure Hilfe. Und deswegen, wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt, der einen Wohnwagen hat, so einen alten, klar wird jetzt niemand, der 5.000, 6.000 Euro für seinen Wohnwagen bekommt, wird er ihn nicht abgeben. Das ist klar und auch komplett verständlich. Aber wenn jetzt jemand sagt, hu, ich habe hier einen zum Abgeben oder ich habe vielleicht 500 Euro für den haben wollen und den gebe ich jetzt so weg, da wäre ich euch wirklich, wirklich sehr dankbar. Natürlich kann man das auch unten in die Kommentare schreiben. Ich will aber lieber einen direkten Kontakt über Privatnachrichten haben, wo ich auch mit diesen Leuten deren Adresse, also praktisch wo der Wohnwagen steht, in was für ein Zustand er ist, vielleicht sogar ein Bild, ein Foto von dem und dann werde ich versuchen, den Transport zu organisieren. Und die andere Seite, das ist die Transportseite, also wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr bereit seid, natürlich ist es alles mit Kosten verbunden eurerseits. Wenn ihr bereit seid zu helfen und zu sagen, okay, oder vielleicht weiß jemand sogar, wie ich diesen Wohnwagen aus Cuxhaven nach Kroatien bekomme, also bitte meldet euch alle, ich brauche eure Hilfe oder sage ich mir mal besser, wir brauchen eure Hilfe und ich hoffe, diese Aktion Wohnwagen für Kroatien wird kein Flop, sondern wir werden mindestens ein LKW mit 2, 3 Wohnwagen hierher bringen. Ich hoffe natürlich aber auch mehr. Also, das soll es von mir gewesen sein. Bitte unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr was habt. Oder wie gesagt, per E-Mail oder in die Postfächer von mir. Und dann werden wir mal schauen, was wir so auf die Beine stellen können. Danke euch nochmal und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao.